Wir kommen schon zum vorletzten Stück. Wir kommen schon zum vorletzten Stück. Ach Mensch. Ja, hat es Ihnen ein bisschen gefallen wenigstens, ne? Es gab zu trinken und zu essen. Oh ja, war ganz nett. Für 10 Euro kann man es mal machen. Wir hätten sonst gegrillt, jetzt sind wir hier. Sie wissen nicht, wie warm es hier oben ist. Echt, ich habe vorhin noch gesagt, boah, wie schön hier unten ist ein Keller. Ist total kühl und sobald die Scheinwerfer an waren, also es ist anstrengend. Aber es hat wirklich Spaß gemacht heute Abend. Und weil ich so viel über andere herziehe und andere in den Dreck ziehe und sauer bin über Mütter und Schwiegermütter und Ex-Freunde und hast du nicht gesehen, habe ich irgendwann so überlegt, Mensch, Liese, eigentlich ist ja mal ein Song dran, so über dich. Also weil ich bin ja auch nicht unfehlbar, eigentlich. Brauchte ich nicht lang zu überlegen. Überall gab's Menschen, um sich drüber aufzuregen. Die Augen immer dort, wo ich sie grad nicht haben sollte. Und die Ohren hörten bloß, was der Kopf längst hören wollte. Ja, für die Bühne war mir nichts zu schade. Die eigene und andere Mütter, für den Ex-Freund ne Ballade. Und weil es so gut passte und es klang außerdem so nett, nannte ich alles, um es zu legitimieren. Kabarett ist eben leichter, über andere zu lachen. Dann muss man sich über sich selbst keine Gedanken machen. Denn was ist mit mir? Gibt's zu mir denn nichts zu sagen? Stelle ich mir nicht selbstständig häufig viel zu viele Fragen? Fand ich nicht erst kürzlich im Kühlschrank vergammeltes allerlei und gehören zu so einer Trennung eigentlich nicht meistens zwei. Und was mit mir? Bin ich selbst denn wirklich anders? Nutzt ich, wäre ich ehrlich, jeden noch so kleinen Anlass, über jeden meiner Fehler auch nur einen Song zu schreiben, müssten Sie, um das Programm komplett zu hören, wohl 24 Jahre bleiben. In den vergangenen Jahren ging mir recht viel daneben. Zunächst einmal das Abi, dann mit Vorliebe mein Leben. Wo andere dumm spielen, bleibe ich meistens echt. Wer glaubte, mich zu kennen, kennt mich bis heute schlecht. Doch auch ich hab was erreicht, ja, man muss auch mal etwas wagen. 3 Bildungswege nicht einzuschlagen. Und nun raten Sie mal, ja, genauer will ich gar nicht werden, denn dann hagelt es sicher schnell Beschwerden. Ist irgendwie angenehmer, wenn Sie über die anderen lachen. Dann muss ich mir über mich selbst keine Gedanken machen. Denn was ist mit mir? Gibt's zu mir denn nichts zu sagen? Stelle ich mir nicht selbstständig häufig viel zu viele Fragen? Fand ich nicht erst kürzlich im Kühlschrank vergammeltes allerlei? Und gehören zu so einer Trennung eigentlich nicht meistens 2? Und was ist mit mir? Bin ich selbst denn wirklich anders? Nutzt ich, wäre ich ehrlich, jeden noch so kleinen Anlass, über jeden meiner Fehler auch nur einen Song zu schreiben, müssten Sie, um das Programm komplett zu hören, wohl 24 Jahre bleiben. Mich selbst keine Gedanken machen. Was ist mit mir? Bin ich selbst denn wirklich anders? Nutzt ich, wäre ich ehrlich, jeden noch so kleinen Anlass, über jeden meiner Fehler auch nur einen Song zu schreiben, müssten Sie, um das Programm komplett zu hören, wohl
Dankeschön. Vielen Dank.